Ja, wie viele andere auch, habe ich auch aus der Presse vom Tod von Per Augustinski erfahren. Ich kann nur sagen, es tut mir unendlich leid. Per war immer einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler. Ich kenne ihn natürlich als Kind der 70er aus Klim Bim und vielen anderen Produktionen und hatte das große Privileg, für die Hörspielserie Kungalan mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, muss ich sagen. Ich habe einen fröhlichen, einen lebensbejahenden, einen unglaublich charmanten und liebenswerten Menschen kennengelernt. Und das trotz seiner schweren Krankheit, also der Schlaganfall von 2005. Also er hat einfach nicht, er hat nicht aufgegeben und ist uns wirklich ein Vorbild gewesen. Und ich kann nur sagen, das waren wirklich mit die schönsten Hörspielaufnahmen, also an die ich mich erinnern kann. Also er hat viele Späße gemacht, er war unglaublich herzlich, aber er hat eben, sobald es ans Aufnehmen ging, war er sowas von fokussiert und professionell bei der Arbeit. Also da kriege ich jetzt noch Gänsehaut von. Deswegen war ich wirklich erschüttert, als ich das jetzt gehört habe. Und es ist natürlich sehr traurig, weil wir ja eigentlich mit der Serie weitermachen wollten und ich noch so viele tolle Szenen für Bär hatte, die halt jetzt nicht mehr stattfinden können. Deswegen, ich denke, das Beste, was wir machen können, ist ihn mit den besten Ausschnitten aus den bisherigen Folgen nochmal zu ehren. Entschuldigung. Und ja, Per Augustinski in Kungalan. Viel Spaß. Ach du meine Güte. Sie sind ja gar keine Wache. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Schon gut, Mann. Kein Problem. Warum hat das so lange gedauert? Ich müsste längst wieder auf meinem Posten sein. Moment mal. Sie sind nicht Piles. Wer sind Sie? Lighthunter. Russell Lighthunter vom Serhildan. Commander Piles ist tot. Sie müssen schon mit mir Vorlieb nehmen, Dr. Keen. Ponder. Hä? Nennen Sie mich Ponder. Dr. Keen klingt so, alt. Aber Sie sind... Ja, na schön. Kommen Sie, ich bringe Sie hier raus. Immer langsam. Woher weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann? Gnüfzym. Was soll das denn? Das ist das vereinbarte Codewort für Notfälle. Und jetzt los. Aber wie stellen Sie sich das vor? Ich gehe voran und Sie folgen. Ja, das geht nicht. Dann fliegt doch meine Tarnung auf. Gut erkannt, du schmieriger Abschaum. Eine Falle! Ich kann nichts dafür. Dr. Keen, ich habe Ihnen nie vertraut. Sich mit dem Serhildan einzulassen, ist Hochverrat. So wirklich eingelassen habe ich mich noch gar nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Also ist es allerhöchstens eingeschränkter Hochverrat und... Da kann man doch bestimmt mal ein Auge zudrücken, oder? Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Zerschmilzt sie. Vernichten. Doktor, verriegeln Sie die Tür! Hier ist niemand, Meister. Wir hätten doch die andere Richtung nehmen sollen. Immer mit der Ruhe. Sie müssen hier irgendwo sein. Was ist das? Komm raus, wer immer ihr seid! Toll, wenn Sie nicht so geraschelt hätten, wären die an uns vorbeigelaufen. Ich habe nicht geraschelt. Ich raschle überhaupt nie. Na, da schau her. Vorsicht, Meister. Zwei Typen, die sich zusammen im Gebüsch rumtreiben, ist nicht zu trauen. Lass gut sein, Junge. Ich kenne einen von ihnen. Ponder Keen. Ich hätte niemals erwartet, dich wiederzusehen. Kentoka, alter Rumtreiber. Es ist lange her. Wir waren beide am Hofe König Jagars von Aramas. Das war vor einer Ewigkeit. Das war vor allem, bevor du in den Dienst des Ayers eingetreten bist. Was? Also ein Feind? Nicht schießen, bitte. Immer mit der Ruhe. Dr. Keen ist jetzt auf unserer Seite. Ich habe ihn gerade befreit, damit er dem Serhildan im Kampf gegen Tyrannei und Unterdrückung hilft. Das kann ja jeder behaupten. Ich hatte keine Wahl damals, aber jetzt will ich es wieder gut machen. Inwiefern? Wir wollen die Luftfestung von Galon in die Luft sprengen. Dr. Keen kann uns dabei helfen, da er am Bau der Festung beteiligt war. Was ist die Luftfestung von Galone? Eine schwebende, schwer bewaffnete Kampfplattform an der Luftstraße von Galone. Kein Luftschiff kann passieren, ohne dem Ayer astronomische Zölle zu zahlen, oder es wird vernichtet.
Das ist schlecht. Mens cognita in corpore minima. Was soll das heißen? Große Auffassungsgabe in kleinem Körper. Was? Nimm ihn weg! Nimm ihn weg! Bohr, mäßige dich. Aber... Mäßige dich. Oder es geht ohne Abendessen ins Bett. Ach, vielen Dank. Das hätte ich mir denken können, dass du bei sowas mitmachst, Pondor. Aber es ist gut, dass du nun wieder auf dem Weg der Tugend und Gerechtigkeit bist. Naja, was hätte ich tun sollen? Als das verdammte Ding fertig war, waren wir Wissenschaftler überflüssig. Du verstehst? Du hattest also Angst um dein Leben? Nein, um meine Altersbezüge, da die mich in Vorruhestand schicken wollten. Also besonders geräumig ist das hier ja nicht gerade. Meckere nicht. Was soll ich denn sagen? Du brauchst dich ja nicht mal zu bücken, du zu... ich meine, als besonders gelenkiger Modellathlet. Ah, hier liegt sogar ein Handbuch. Toll. Was machen wir jetzt? Zum Cockpit gehen? Ja, das wäre vorteilhaft. Los, starten wir. Das wird nicht gehen. Und wieso nicht? Weil das hier laut Handbuch der Laderaum ist. Ich hasse Hörspiele. Man kann überhaupt nichts sehen. Sind wir hier jetzt endlich richtig? Ich denke schon, aber irgendetwas stimmt mit diesem Cockpit nicht. Stimmt, es ist richtig herummontiert. So viel Qualität ist man heute gar nicht mehr gewöhnt. Also los, Tarwilder, starten Sie. Würde ich gern, ich weiß nur nicht wie. Aber erstmal die große Klappe haben, ha? Weg vom Pilotensitz, ich übernehme. Lass. Ponder, schau mal im Handbuch nach, wie wir die Kiste in die Luft bekommen. Moment. Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen CF-69 Serie 09 von Tesor Systems. Bitte beachten Sie die allgemeinen Nutzungs- und Pflegehinweise, damit Sie lange Freude an diesem formvollendeten... Auf die Einleitung können wir gut verzichten. Türen und Fenster schließen. Klar. Seiten- und Höhenruder entriegeln. Klar. Sicherheitsgurte anlegen und einrüsten. Klar. Lesen Sie weiter auf Seite 12. Wichtiger Hinweis. Aus marktpolitischen Gründen wurde auf den Einbau der Extras 56:7 bis 89:6 verzichtet. Und was sind das für Extras? Windschutzscheibe, Rückspiegel, Kühlwasserpumpe, Steuerknüppel, Höhenmesser, Kompass, Tankverschlussdeckel und Zusatztank sowie die Rettungsfallschirme. Das erhöht mein Vertrauen in diese Kiste ungemein. Steht da sonst noch was? Nur noch das Kleingedruckte. Lies vor. Ja, falls der Start beim ersten Mal nicht klappen sollte, versuchen Sie es erneut. Was? Oh, mein Ugbulla. Wenn die Stunde der Gefahr läutet, bin ich zur Stelle, mein König. Dann hast du es also schon vernommen. Ja, und die Zeit drängt. Die Kanonen von Galone müssen zerstört werden. Wir können uns Erzebun nicht offen entgegenstellen. Seine unbesiegbaren Dergaheere würden über uns herfallen wie Wanderkätzbeißer. Morabröt? Kentoka ist unter vielen Namen bekannt. Im Norden als Zuranato, im Westen als Madeki, in den Mittelreichen als Omukuo und hier heißt er eben Morabröt. Uns haben wir nie was von einem anderen Namen gehört. Wir kennen ihn nur als Kentoka. Warum hat er denn so viele Namen? Bringt man ihm überall derartige Verehrung entgegen? Tja, ich glaube, es hat mehr damit zu tun, dass sein Konto mehrfach gepfändet wurde. Mein König, Meister Kentoka hat recht. Wir müssen handeln. Dazu hat der Serhildan mit freundlicher Unterstützung von Brechbachbräu und Gurgeltopp den Konstrukteur der Luftfestung von Galone, Dr. Ponder Keen, befreit. Jetzt wird er uns helfen, die Festung zu vernichten. Ich weiß nicht. Brechbachbräu und Gurgeltopp? Unsere Sponsoren. Aha. Dr. Keen, bitte erklären Sie uns kurz, wie einfach und sicher sich die Festung zerstören lässt. Woher soll ich das wissen? Was? Aber... Ich habe lediglich das Design der Herrentoiletten entworfen. Alles, was ich weiß, ist, dass es irgendwo eine Selbstzerstörungsautomatik gibt, die aufgrund der Neuregelung der Bauvorschriften eingebaut werden musste. Die erreicht man nur durch einen äußerst engen Tunnel, durch den sich kein normaler Mann hindurchzwingen kann. Aber wo der ist, keine Ahnung. Na toll. Das kann doch nicht wahr sein. Und dafür ist Custer gestorben? Tja, Mann. Jetzt sind wir Helden. Wer hätte das gedacht? Helden, ja. Aber es bleibt noch viel zu tun. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Die Siegesfeier scheint dir nicht zu gefallen, Bo.
Ich wünschte, Meister Kentoka könnte dabei sein. Und das bin ich auch. Meister Kentoka! Alter Sack, sie haben dich wieder zusammengeflickt. König Yagar ist ein begnadeter Heiler. Außerdem waren die Rechnungen meiner Krankenkasse ein weiterer Ansporn, schnell wieder gesund zu werden. Dann sind Sie also wieder total gesund? Nein, aber wäre ich noch länger krank, wäre ich total pleite. Na, Heißköpfchen, du bist bestimmt total beeindruckt von mir. Ich meine, dass ich so mitgemacht habe bei diesem Heldendings und so. Sie haben Ihre Qualitäten, Tarwilder. Aber ich weiß, dass Sie es nur für einen gut bezahlten Regierungsposten getan haben. Was ist daran so schlimm? Finden Sie es selbst heraus. Bis dahin halte ich mich lieber an einen richtigen Helden. Tja, nimm's locker, Mann. Kann nicht jeder so toll sein wie ich. Ich meinte eigentlich Ponder. Ohne ihn wären wir alle tot. Sagen Sie das nicht. Ich tat nur, was notwendig war. Doktor, ich finde Sie sexy. Erzählen Sie mir doch mal etwas über Ihre Theorie des quantenmechanischen Rekursiv-Plausiblikons. Oh, Sie interessieren sich dafür? Nun, wo fange ich an?